Die diesjährige Winkelmann-Ausstellung war der Anlass, dass wir das Winkelmann-Porträt, was sich im Besitz der Klassikstiftung Weimar befindet, jetzt einer umfänglichen Restaurierung unterzogen haben. Diese Restaurierung bot jetzt gleichzeitig die Möglichkeit, sich die Replik des Gemäldes, die sich in Dessau befindet, ebenfalls anzuschauen und beide Gemälde miteinander zu vergleichen. Die für den Betrachter visuell erfahrbarste Maßnahme, die diese Restaurierung inbegriffen hatte, ist sicherlich die Firnisabnahme, denn das Gemälde hatte einen sehr dicken, alten, vergilbten Firnis, der dieses Gemälde komplett in einen Gelbton getaucht hat und die Farbwahrnehmung total verändert hat. Auf dem Foto kann man das sehr schön erkennen, weil auf der einen Seite ja der Firnis ganz gelb ist und auf der anderen Seite ist er ab. Und das, man sieht es sehr schön an dem Rotton. Der ist auf der einen Seite noch sehr gelb und sehr orange und sehr warm, während dort, wo der Firnis fehlt, ist er plötzlich fast pinkfarben und viel, viel kühler. Was mich selber sehr verblüfft hat, war, dass optisch die beiden Bilder doch sehr ähnlich sind, aber dass der Bildaufbau letztendlich dann doch so unterschiedlich ist und auf der einen Seite so erarbeitet und auf der anderen Seite so effektiv nochmal wiederholt, frei und locker. Das hat mich doch dann sehr überrascht.